herzlich willkommen zu einer neuen Folge Deponia 3. Goodbye, Deponia. Bye, bye. Naja, bisher haben wir es ja noch nicht geschafft, aus Deponia raus oder von Deponia wegzukommen. Na, vielleicht wird das jetzt unsere letzte Gelegenheit. Tja, wir haben ja gerade erst Gold wieder beisammen. Und jetzt müssen wir unbedingt auf dieses letzte Hochboot in Porta Fisco an der unteren Aufstiegsstation, damit wir mit ihr nach Elysium reisen können und die Sprengung Deponias verhindern können. Oder sollte es doch zur Sprengung kommen, wenigstens mit ihr und auf Elysium nach Utopia fliegen. Ja, das wäre Rufus wahrscheinlich das Liebste, was irgendwie passieren könnte. Naja. Auf jeden Fall gehen wir mal davon aus, dass Rufus sich wieder einen ganz, ganz tollen und unfehlbaren Plan überlegt hat, mit dem es uns auf jeden Fall gelingen wird, nach Elysium zu kommen, oder? Oder was meinst du? Ja klar, und den schauen wir uns jetzt an. Oh Mann, jetzt haben wir Goon und June entzweit. Und Goon wurde versklavt von der Teigtaschenfrau. Die irgendwie seltsame Sachen sagt. Können wir jetzt auf den Klappstuhl und uns einfach entspannen? Nö. Schade. Können wir nichts mitmachen. Wir haben noch die Milchpumpe, den Flyer, den Abdruck, Hormone, Bratensauce. Können wir sie denn jetzt wieder... Hey, Goon! Willst du mal eine voll coole Geschichte hören? Hey, während der Arbeitszeit wird nicht mit dem Personal gesprochen. Es sei denn, es geht um... Teigtaschen. Genau, gut machst du das. Teigtaschen. Was wolltest du sagen? Können wir den Wagenheber jetzt nochmal und June wieder hoch? Das scheint mir ein dynamisches Hin und Her zu sein. Na, der Affe hat ja gesagt, es sei das letzte Mal. Ja, weißt du, wie oft Rufus schon das letzte Mal ein bisschen gedehnt hat? Das war mindestens eine 8. Ah. Auch in diesem Jahr geht der Preis wie Kurbel. Hey, ich hab gesagt, genug gekurbelt, aber nein! Nein! Wir haben sie wirklich getrennt. Verdammt. So war das aber nicht gedacht. Vielleicht wird sie dann jetzt kann sie jetzt... Was soll denn das? Lass meinen Filz in Ruhe. Ich dachte, du willst nicht mehr das Äffchen spielen. Will ich auch nicht. Das heißt aber nicht, dass du einfach all meine Sachen klauen kannst. Wer sagt denn was von klauen? Ich wollte dir nur helfen, einen neuen Partner zu finden. Dann bring mir erst einmal die Kurbel zurück. Vorher brauche ich eh keinen neuen Partner. Okay. Na endlich. Steck sie bitte einfach wieder an die Orgel, okay? Bingo Bongo. So, dann kriegen wir jetzt den Fez. Hey, was soll denn das? Willst du jetzt das Äffchen spielen? Käme ich nicht im Traum drauf. Dann lass meinen Fez in Ruhe. Es sei denn natürlich, du kennst jemanden, der diesen Job übernehmen würde. Mal gucken. Kenne ich jemanden, der gerne in der Gosse das Tanzäffchen für einen Affen spielen will? Ich würde dir auch meine ersten Einnahmen als Vermittlungsprovision geben. Vielleicht fällt mir doch jemand ein. Zeig ihnen Wasser? Den Fez. Er dann ist kriegen wir die Slotis. Coole an dem Job. Ja, June dann, ne? Ob June das will, machen will. Na klar macht sie das. Sie hat doch jetzt eh nichts mehr zu tun. Kennt das Spiel. Push. Danke, Rufus. Aber ich will nur zurück zu meinem Goon. Ja, aber wenn du einen Job hättest, könntest du dem Leierkastenäffchen die Kurbel abkaufen. Meinst du? Dieser schmierige Typ hat schon öfter versucht, sich an mich ranzumachen. Was müsste ich denn tun? Ach, nur ein bisschen Support für seinen Show-Act. Kaum der Rede wert. Hm, das klingt nicht so übel. Sehr gut. Alles Weitere kannst du ja mit ihm aushandeln. Ich trommel derweil schon mal das zahlende Publikum zusammen. Das eine zahlende Publikum. Hat sie den Fez jetzt? Ja, dann die Pfandhexe.
Wir haben jemanden, der sich für sie zum Affen macht und wir kriegen die 5 Slotties. Richtig? Richtig? Ja, versuchen wir mal. Soll ich jetzt mit der Funtexte schnacken oder was? Ja. Hallo nochmal, ungnädige Frau. Ah, da ist ja der junge Vater wieder. Es gibt ein neues Äffchen beim Leierkasten. Ein neues Äffchen, sagst du? Was? Ui, das muss ich mir unbedingt ansehen. Hoffentlich ist es auch schön erniedrigend. Dann wäre mir das sogar die 5 Slotty wert. Hä? Geht der Ton bei dir zwischendurch auch weg? Ja. Ah, technische Schwierigkeiten. Oh. Ah. Ach ja. Kriegen wir mal. Sie tanzt. Hatte sie nicht vorher noch ein Kleid an? Ja. Okay. Tanz, mein Äffchen, tanz! Pfui, Spucke, das hat mir gar nicht gefallen. Das arme Mädchen. Die 5 Slotty gebe ich nur, weil sie mir leid tut. Die gehören uns. Das Publikum ist unzufrieden. Beim nächsten Mal schaust du gefälligst ein bisschen freundlicher. Beim nächsten Mal? Weil wir hatten eine Abmachung. Sobald du die 5 Slotty verdient hast, bekomme ich die Kurbel. Korrekt. Aber diese 5 Slotty hier gehören mir nicht. Ich muss damit erst meine Auslagen begleichen. Auslagen? Aber, Rufus, du musst mir helfen. Der blöde Affe will mir die Kurbel nicht geben, weil er noch irgendwelche Auslagen begleichen muss. Muss ich ja auch. Na los, sag es hier, Rufus. Naja. Rufus? Aber was tust du denn da? Wonach sieht das aus? Er nimmt sich, was ihm zusteht. Deine Provision für die erfolgreiche Jobvermittlung. Genau, die Provision. Heißt das etwa, du hast mich verkauft? Was? Das kann man doch so nicht sagen. Rufus, du hast mich an einen Affen verkauft. Und dann auch noch so getan, als wolltest du mir helfen. Ich brauch doch diese Kurbel. Haben, haben, haben. Siehst du denn nicht, wie diese Gier dich zum Affen macht? Als gäbe es nichts Wichtigeres im Leben als schnöden Besitz. Du solltest mir lieber dankbar sein, dass ich dir die Augen geöffnet habe. Ich habe dir ein Auskommen und eine wichtige Lektion vermittelt. Es ist egal, was du tust, solange du deinen Zielen treu bleibst. Denn der Zweck heiligt die Mittel. Was mich streng genommen zu einem Heiligen macht. Alles klar. Okay. Was ist denn das hier? Ne, wofür brauchen wir die Slotties jetzt eigentlich? Um die Nukleinsäure zu kaufen. Im Pub. Aber wir kommen nicht rein, solange wir keine verkackte Decke haben. Wir brauchen eine Decke. Mit dem Vorhang da oben können wir auch nicht nehmen. Anscheinend. Ich glaube, man kann den nicht aussehen. Na los, ihr kennt das, Schusch. Ja, bla. Hm. Ja, die Decke kriegen wir, wenn Boso weggeht. Dann können wir seine Decke nehmen. Ah, dann müssen wir erst... Oh, dann brauchen wir die Psychos. Wir können Teigtaschen jetzt kaufen. Stimmt. Gib ihm die Zloten. Aber ja, wir kaufen 5 Teigtaschen. 4 Teigtaschen, ist okay. Brauchen wir nicht das Geld für die Nuklein. Ja, das Rufus kriegt das schon hin. Okay. Oben gibt's ja auch noch mehr Slotties. Die können wir dann wieder runtergeben. 4 Teigtaschen, bitte. 4 Teigtaschen kommen sofort. Das macht dann 5 Slotty. Beehren Sie uns jederzeit wieder im... ich glaube, da stimmt was mit deiner Aushilfe nicht. Nanu, hat er sich etwa aufgehangen? Kikariki! Hat er einen Schlaganfall? Versuch doch mal ihn aus und wieder anzuschalten. Teigtaschen, nur 1 Slotty 25 das Stück. Ah, da ist er wieder. Entschuldige die kleine Panne. Kein Problem. Es ist so schwer, heute gute Mitarbeiter zu finden.
4 XXL Teigtaschen. Die sind doch genau das Richtige für... Wen? Weiß ich jetzt auch noch nicht. Warte! XXL Teigtaschen. Große Teigtaschen, mit denen man gut kleine 4 Kinder zudecken kann. Dann sind es Fleisch im Teigmantel. Schubappen du! Ching! Deswegen sind es auch 4, weil wir ja 4 Kinder haben. Wo ist... Achso, da oben. Wo ist Rufus? Wo ist Rufunden? Da springe ja erstmal in die Möpse. Ah. Wo ist... Trinken? Kommst du da an? Nö. Ah. Wo ist denn jetzt hier das Schleimmonster? Ah. So, und dieses Mal bleibt ihr gefälligst hier, verstanden? Ja, Onkel Rufus. Ja, Onkel Rufus. Onkel, Onkel, Onkel. Obacht, jetzt wird es aber so richtig gemütlich. Zunächst für mich, weil euer Rumgejammer dann endlich aufhört. So, weiter geht's. Also muss ich jeden einzeln zudenken, oder? Ja. Ey, halt. Ah! Oh, süß. Oh. Und wie wird sie dann ganz eingemummelt? Nee. So, nun wird geschlafen. Ich weiß nicht. Rittchen Angst. Bravo. Oh, schläft jetzt. Macht euch mal nicht schlechter, als ihr seid. Ihr seid zwar blöd, aber doch nicht zu blöd zum Einschlafen. Dann wären ja sogar diese pennenden Skorpione da hinten klüger als ihr. Ach, mein Fehler. Die pennen ja gar nicht. Die lauern. Achso, ich dachte, die wären tot. Welche pennenden Skorpione denn? Ich sehe die nicht. Hä? Ah, stimmt, gebt denen doch das Babyphone noch, dann können sie uns Bescheid sagen, wenn sie haben Angst haben. Haben sie da kriegen. Ein Babyphone? Super! Dann können wir immer in Kontakt bleiben, falls etwas ist. Hä? Und was habe ich davon? Das könnt ihr euch mal gleich wieder von der Backe wischen. Achso, okay, will er nicht. Können wir den Eimer mitnehmen? Okay, egal. Dann gehen wir ins Poop. Hey, was soll das denn? Ja, wie? Was soll denn das schon sollen wollen? Ich hab dir gesagt, du kommst hier nicht rein. Bla. Ja, warum denn nicht? Ich... Hä? Ach, du Hacke. Was fehlt denn jetzt noch? Was hat das zu bedeuten? Hab ich euch nicht gesagt, dass ihr schlafen sollt? Wir haben Hunger. Hunger? Das spricht sich Hunger, du Pflaume. Wir haben Mothermilk. Fehlt noch ein bisschen Bratensoße. Oh, erstmal müssen wir die betten, oder? Weiß nicht. Mal kicken! Mann, die sind aber auch. Was sind denn da? Fernsehen! Und dieses Mal bleibt ihr gefälligst hier, verstanden? Ja, Onkel Rufus. Ja, Onkel Rufus. Onkel, Onkel. Scheißstrahler, jetzt doch Essen, Decken, alles. Ja, ist doch. Soweit kommt's noch. Shit. Soweit kommt's noch. Was? Soweit kommt's noch. Bratensoße? Soweit kommt's noch. Ja, versuch mal. Bratensoße, das ist doch gut. Vielleicht mit ein bisschen Hormonen drin. So, Rotzis, Essen fassen, das wird euch schön müde machen. Ach so, stimmt, passt ja. Bratensoße zu Fleisch im Teigmantel. Ach so. Sieht irgendwie nicht so geil aus. So, Mann, die haben ja vielleicht reingehauen. Und sie haben gerade mal einen Teller übrig gelassen. Und jetzt schlafen sie. Ja, die sind schon süß, wenn sie schlafen. Richtig zum Anbeißen. Guck mal, wie der jetzt schon schwitzt. Der Schleimi. Weil der das nicht aushält, die nicht zu essen. Kannst du nochmal mit denen reden, bevor wir gehen? Oder den Eimer klauen? Schlafen noch jetzt. Nee, Eimer kann ich nicht klauen. Egal, vielleicht sagen die noch, was sie noch brauchen. Seid ihr auch wirklich eingeschlafen? Ja. Na, endlich. Nice. Du, 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 du.
Ah, wir kommen einfach rein. Das ist sie. Die Nukleinsäure, mit der ich Goal wieder groß bekomme. Zum Glück scheint der Zylinder noch heil zu sein. Und der Fisch schwamm da auch schon vorher drin. Was